Unser Computer hat gestern Postleitzahl 8457 gezogen, die Gemeinde Humriken im Kanton Zürich. Noch fast schneller als wir selber hat die Andelfinger Zeitung auf die Ziehung reagiert. In der heutigen Ausgabe hat es bereits einen Hinweis auf die Zufallsreportage von Schweiz aktuell. Und da ist sie jetzt also, die Zufallsreportage von Christian Lipp aus dem Dorf. Aus Humriken, wo am 4. September 1963 schon mal Schlagzeilen in der ganzen Welt gemacht hat. 84-57, Humriken, ein kleines Dorf im Zürcher Wieland zwischen Winterthur und Andelfingen. Rund 100 Haushalte gibt es da mit 350 Einwohnern. Ein Dorf, das jeder kennt. Natürlich hat Humriken der obligate Einfamilienhäuschen-Hügel. Dank der finanzkräftigen Zuzüger bleibt der Steuerfuss mit 118% knapp unter dem kantonalen Durchschnitt. Geprägt wird das Dorfbild aber immer noch von den alten Bauernhäusern, die man mit viel Liebe renoviert hat. Zurzeit ist man gerade dran, das ganze Dorf mit Fernwärme zu versorgen aus einer Holzschnitzelführung. Alles also eine Idylle auf den ersten Blick. Aber vor 31 Jahren und 2 Monaten ist Humriken auf traurige Art berühmt worden. Am 4. September 1963 ist nämlich eine Caravelle von der Swissair 9 Minuten nach dem Start wegen einem technischen Defekt in der Luft explodiert. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder zusammen, 80 Leute, sind beim Absturz zu Dürrenäsch im Kanton Aargau ums Leben gekommen. Mehr als die Hälfte der Passagiere sind aus Humriken gekommen. Es sind alles Bauernleute, die in einem Tagesausflug nach Genf einen landwirtschaftlichen Musterbetrieb besichtigen wollten. Zu Abend hätten sie wieder zuhause sein sollen. 43 Männer und Frauen sind auf einen Schlag ums Leben gekommen. Alle im sogenannten besten Alter. Gegen 50 Waisenkinder haben sie hinterlassen. Einer, der damals nicht mit auf den Flug konnte, ist der Paul Freimüller. Er war dann 38 und führt heute einen Reitstall. Machen Sie die Wolte ein bisschen kleiner um das grüne Cavaletti herum. Er hat für uns noch mal in den Erinnerungen gekramt, im Gedenkbuch geblättert, auch wenn es ihm nicht leicht gefallen ist. Wie hat man im Dorf auf die Katastrophe reagiert? Zuallererst ist natürlich, den ersten Tag haben wir schauen, dass einmal überall Kind und das Vieh versorgt worden ist. Und da hat man dann nach einem Tag schon haben wir gedacht, wie läuft es weiter? Es hat sich aber dann selber ein bisschen normalisiert, die ersten Tage. Indem da so viele Leute da sind, und das ist mir persönlich vor allem so gegangen, sind so viele Leute geholfen, dass wir den ganzen Schmerz, die ganze Situation vergessen mussten. Wie ist es denn in der Gemeinde selber weitergegangen? Man hat ja alle Behördenmitglieder zum Beispiel verloren. Ja, also es hat sofort Massnahmen gegeben können. Dass fremde Leute eingesetzt worden sind, vom Bezirk aus, wo alle die Sachen mal geregelt haben. Also zum Beispiel, ein alter Offizier hat Uniformen zusammengesammelt und abgegeben Zeug aus, die Gewehr putzt. Das sind also sofort Massnahmen gewesen. Dann hat man schauen, wie es an gewissen Ort mit den Kindern ist. Das haben sich aber auch am Anfang Verwandte und Leute aus den Nachbardörfern eingeschaltet. Der Gottfried Meister Hans war beim Unglück 28 gewesen. Er hat beide Eltern verloren dabei. Was hat ihm am meisten zu arbeiten gemacht? Es war natürlich für manche ein Schlag. Es war gerade die Generation, die im Arbeitsprozess war. Viele waren in dem Alter, eben, wenn man sagen 30, 40, haben kleine Kinder. Und natürlich, man muss ehrlich sagen, bei mir, wie geht das weiter? Habe ich immer noch gedacht, im Nachbarhaus sind Jugendliche gewesen, gerade aus der Schule, zwei Mädchen, der andere geht noch in die Schule, ein Grossvater auf 65 ist. Ja, das geht doch nicht mehr weiter. Wie ist es aber weitergegangen nach über 30 Jahren? Sind die Humriken jetzt die Wunde vernarbt? Der heutige Gemeindepräsident? Das kann man sagen, ja. Wir sind ein gewöhnliches Dorf geworden, wie alle anderen auch. Wenn das auch sein. Der mit dem Auto vorbeifährt, aussteigt vielleicht sogar, ein Gespräch führt mit irgendjemandem, merkt von dem nichts mehr. Aber wenn man tiefer schürft, dann kommt es natürlich führen. Aber sonst, Behörden sind wieder bestellt,
und funktionieren. Wir sind an sich eine normale Gemeinde, wie jede andere auch. Dass er mit recht optimistisch ist, zeigen zumindest die Schülerzahlen. Die sind zu Humlicken in den letzten Jahren ständig am steigen. Zufallsreportage aus Humlicken im Kanton Zürich.